50 Jahre Haltbarkeit, ohne dass die Leistung abnimmt, keine schädlichen Ressourcen, 40.000 Tonnen CO2-Ersparnis im Jahr und einen Wirkungsgrad von bis zu 98%. Das alles verspricht dieser neue Wärmespeicher, auf den auch Bill Gates aufmerksam geworden ist, die Heat Battery. Was an den ganzen Versprechen dran ist, wie die Wärmebatterie überhaupt funktioniert und wir haben außerdem noch mal ein bisschen kritisch hinter die Kulissen geschaut, darum geht's heute und damit willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier, los geht's. Etwa 40% der weltweiten Kohlenstoffdioxidemissionen entstehen durch die Wärmeproduktion, vor allem als Prozesswärme in der Industrie. Also mit Prozesswärme ist die Wärme gemeint, die für verschiedene technische Prozesse in der Herstellung oder Weiterverarbeitung von Produkten benötigt wird. Beispielsweise, wenn Glas, Metall oder Zement geschmolzen, gebrannt oder getrocknet werden. Für jedes dieser Verfahren wird Prozesswärme benötigt und das mit teilweise unglaublich hohen Temperaturen. Also in Extremfällen sprechen wir auch mal über 3000 Grad Celsius. Für die Wärmeerzeugung werden meistens Erdgas oder andere fossile Energieträger verbrannt. Der Energieverbrauch, der dabei entsteht, ist extrem hoch. Also Prozesswärme macht etwa 67% des Energieverbrauchs der deutschen Industrie aus. Dafür werden jährlich etwa 471 Terawattstunden Energie aufgewendet, was ca. 20% des gesamten deutschen Energieverbrauchs ausmacht. Aber auch weltweit gehen 20% der gesamten Energie einfach mal in die industriell benutzte Wärme. Genau bei diesem Problem setzt der thermische Hochtemperaturspeicher vom US-Unternehmen Rondo an. Schauen wir uns also mal an, wie das Ganze funktioniert. Man kann sich die Heat Battery wie so einen riesigen Toaster oder Ofen vorstellen, denn im Inneren befinden sich Heizelemente, die mit grünem Strom erhitzt werden. Zwischen den Heizstäben befinden sich dann diese Ziegelsteine, die dann durch die Heizelemente erwärmt werden. Sie können dabei nach eigenen Angaben Temperaturen bis zu 1500 Grad Celsius erreichen. Das ist jetzt nicht ganz irrelevant, dazu kommen wir nämlich später nochmal. An sich ist die Idee, Gestein als Wärmespeicher jetzt zu nutzen, nicht besonders neu. Trotzdem erreicht die Heat Battery krasse Temperaturen, an die andere Wärmespeicher oft nicht rankommen. Das liegt nicht nur am Material selbst, sondern hängt auch mit diesem Gesamtsystem zusammen. Das Besondere von diesen Heat Batteries ist nämlich, dass diese Steine sich in so einem isolierten Stahlbehälter befinden und dort in einer sogenannten Echokammer sind. Der Name, der erklärt eigentlich das Prinzip schon ganz gut, denn die erhitzten Ziegel, die bestrahlen sich konstant gegenseitig mit ihrer Wärme. Und die Wärme bewegt sich wie so ein Echo durch die Kammer durch. Grundlage dafür ist das Prinzip des Strahlungsaustauschs. Denn alle Körper, die Wärmeenergie haben, die strahlen auch Wärmeenergie ab. Die Wärmestrahlung von so einem Objekt ist nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz in etwa proportional zur vierten Potenz seiner Temperatur. Also angenommen, die Temperatur von so einem Objekt verdoppelt sich, dann steigt die abgestrahlte Wärme um den Faktor 16 an. Das hat natürlich auch Einfluss auf den Temperaturanstieg in der Kammer und ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Das soll dann dazu beitragen, dass das System sehr viel schneller aufgeladen werden kann als andere Wärmespeicher. Laut Rondo soll die Heat Battery nur etwa 4 Stunden Ladezeit benötigen. Und je nach Typ soll diese Batterie dann auch noch einen Wirkungsgrad von bis zu 98% erreichen, was wir uns gleich aber auch nochmal genauer anschauen müssen. Es gibt aktuell zwei verschiedene Ausführungen, RHB100 und RHB300. Erstere hat so eine Energiespeicherkapazität von 130 Megawattstunden und letztere von 340 Megawattstunden. Das klingt jetzt alles ziemlich super, aber was ist dran an den Versprechungen? Also was man schon mal sagen kann, Bill Gates Organisation Breakthrough Energy Ventures scheint von dieser Idee überzeugt zu sein. Die haben nämlich in das Unternehmen investiert und die Organisation macht im Vorfeld jedes Investments so Branchenanalysen und investiert tatsächlich vor allen Dingen oder nur in Technologien, die auf Dauer zur Reduzierung der weltweiten Emissionen um mindestens 1% beitragen. Rondo verspricht das in unter 10 Jahren zu schaffen und geht hier selbst sogar noch so einen Schritt weiter. Durch den Einsatz von ihrem System wollen sie in 15 Jahren sogar 15% der weltweiten Emissionen reduzieren, was natürlich auch gleichzeitig heißt, dass sie wieder Energie einsparen wollen. Eine Batterie vom Typ RHB300 soll alleine 40.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Damit würde eine Batterie etwa den CO2-Ausstoß von etwa 3.700 Deutschen kompensieren, also was wir im Jahr pro Kopf ausstoßen. Wenn das so stimmt, ist es auf jeden Fall eine ziemlich krasse Leistung. Tatsächlich soll die Anlage schon in der Praxis verwendet werden und nach eigenen Angaben des Unternehmens konnten die Emissionen an Kundenanlagen zwischen 50% und 90% reduziert werden und die Betriebskosten um 30% gesenkt werden. Im März hat Rondo jetzt auch so ein Pilotprojekt vorgestellt, das in Kooperation mit Calgreen stattfindet. Calgreen stellt Ethanol her. So eine Biokraftanlage in Kalifornien ist jetzt diese Heat Battery eingesetzt worden und damit ist es momentan weltweit der elektrothermische Energiespeicher mit der höchsten Temperatur im industriellen Einsatz. Es werden bis zu 50% Emissionen reduziert und halt natürlich Kosten eingespart. Aber wie gesagt, das sind alles jetzt eigene Ergebnisse. Da
klimaneutrale Analysen oder Studien zu finden, ist schwer. Aber natürlich haben wir uns da auf die Suche gemacht und zumindest so ein paar Einschätzungen gefunden. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber ihr könnt ja gerne schon mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von den Versprechen soweit haltet und ob ihr glaubt, dass ich die gleich widerlegen werde oder nicht. Und lasst außerdem schon mal ein Abo da. Aber bevor wir jetzt zu der Kritik kommen, schauen wir nochmal ganz kurz auf die Konkurrenz. Denn Rondo ist nicht allein mit der Idee. Es gibt noch ein anderes Unternehmen aus Kalifornien mit einem ähnlichen Ansatz, das auch von Breakthrough Energy Ventures mitfinanziert wird. Antora Energy aus Kalifornien will Kohlenstoffblöcke statt Ziegelsteine für die Wärmespeicherung benutzen. Auch die sollen nur mit Strom aus erneuerbaren Energien erhitzt werden und Prozesswärme um die 1500 Grad Celsius bereitstellen. Ich hatte auch noch Kontakt zum Unternehmen selbst. Die geben sogar an, dass theoretisch höhere Temperaturen drin sind. Der Wärmeverlust, der soll bei weniger als 1% liegen. Es gibt auch ein paar größere Unterschiede im Vergleich zu Rondo. Zum einen haben sie keine zusätzlichen Heizelemente. Kohlenstoff wird als Widerstandsheizelement genutzt. Das heißt, diese Blöcke, die erhitzen sich selbst durch die zugeführte Energie und speichern die Wärme ab. Neben der Nutzung als Prozesswärme will Antora ihre Speicher auch zur Stromerzeugung anbieten. Und dabei setzen sie auf Thermophotovoltaik. Da werden jetzt spezielle Photovoltaikzellen benutzt, also so PV-Zellen, um statt jetzt Sonnenenergie, Strahlungsenergie in Elektrizität umzuwandeln. Auch die Technik ist jetzt nicht komplett neu, aber bis jetzt wurden nur sehr niedrige Wirkungsgrade damit erzielt. Durch ihr neues System konnte Antora jedoch im Jahr 2019 jetzt so einen Weltrekord aufstellen, und zwar für den Wirkungsgrad von Wärme zu Strom mit Thermophotovoltaik. Und zwar haben die einen Wirkungsgrad von über 30% nachgewiesen. Vor kurzem hat das Unternehmen eine neue Fertigungslinie gestartet mit 2 Megawatt Thermophotovoltaik pro Jahr, und damit soll der Wirkungsgrad bei über 40% liegen. Wie auch bei Rondo ist ein großer Vorteil, dass die Technologie super kostengünstig und die Lebensdauer ziemlich lang ist. Genaue Zahlen konnte mir das Unternehmen aber hier auch noch nicht nennen. Das heißt, sie geben jetzt an, dass es kostentechnisch konkurrenzfähig ist zu Erdgas, aber da gerade erst die ersten Pilotanlagen gebaut werden, können sie da noch keine konkreten Aussagen treffen. Und was ich ganz spannend finde, auch bei uns in Deutschland gibt es eine vielversprechende Entwicklung. Also am Solarinstitut Jülich der FH Aachen wurde jetzt ein neuer Hochtemperaturspeicher vorgestellt, der wie die Lösung von Antora für die Strom- und Wärmebereitstellung eingesetzt werden kann. Multitest heißt das Ganze. Und die Forschungsgruppe, die setzt hier auf keramische Wabensteine als Speichermedium. Die sind dann in mehreren Schichten in so einem 6 Meter hohen Kaminbau eingebaut. Und durch die Schichten ziehen sich so vertikale Lüftungskanäle, durch die die Luft dann durchströmen kann. Vorher wird sie mit einem elektrischen Hochleistungserhitzer auf etwa 1000 Grad Celsius erhitzt und dann in den Kamin geleitet, um die Wabensteine aufzuheizen. Die Energie zur Erhitzung wird entweder aus erneuerbaren Energien oder aus Abwärme gewonnen, die bei industriellen Prozessen entsteht. Um die Wärme zurückzugewinnen, wird wie bei der Heat Battery wieder kalte Luft eingespeist, die die Wärme dann aufnimmt. Entweder kann sie wieder direkt als Prozesswärme mit etwa 750 Grad Celsius genutzt werden oder mit Hilfe von Turbinen oder so einem Stirling-Motor wieder verstromt werden. Und Ziel der Forschung ist hier auf Dauer auch höhere Temperaturen zu erreichen. Die Anlage in Jülich ist auch erstmal so eine Pilotanlage, um die Effizienz des Ganzen zu testen. So, an sich klingen diese Wärmespeicherlösungen ja alle wirklich gut, vor allem im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und die Effizienz. Was sie außerdem alle verbindet, ist vor allem auch der Vorteil, dass sie eine super lange Lebensdauer haben. Also, wie gesagt, mindestens 40 Jahre ist hier versprochen worden. Elektrochemische Batterien können da einfach nicht mithalten. Aber kein Video ohne so ein großes Aber, und auch das muss ich natürlich hier anführen. Also, alle Unternehmen stehen noch relativ weit am Anfang. Also muss man einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und vor allen Dingen Rondo Energy möchte ich an der Stelle nochmal kritisch betrachten, denn die wurden auch sehr gehypt. Ich habe ja schon angedeutet, dass die Datenlage hier aber auch ein bisschen flach ist. Also man findet halt Grafiken und Animationen, aber jetzt noch keine Laboranlagen oder so, die wirklich offiziell geprüft sind und Daten liefern. Und ich muss sagen, was die Zahlen betrifft, also die hohen Temperaturen und den Wirkungsgrad, war ich direkt so ein bisschen kritisch und wollte mich jetzt auch nicht auf deren Angaben verlassen und habe halt nochmal ein bisschen weiter recherchiert. Und deshalb hat mein Team mal beim Solarinstitut in Jülich nachgefragt, wie die das Ganze denn einschätzen, denn die sind ja im gleichen Bereich unterwegs und haben natürlich einen ganz guten Überblick darüber. Und da war die Aussage vom Direktor des Solarinstituts, dass der Speicher an sich bestimmt Temperaturen von 1500 Grad schafft, aber diese Power-to-Heat-Einheit, die den Strom erstmal in Wärme umwandelt, solche Temperaturen natürlich auch tragen muss. Und da kommen die meisten Elemente wohl bei 1000 Grad an ihre Grenzen. Was jetzt den Wirkungsgrad angeht, also diese 98%, das ist tatsächlich nicht ganz unwahrscheinlich. Also an sich schon sehr hochgegriffen, aber wohl durchaus möglich. Auch Multitest spricht von so einem eigenen Wirkungsgrad von etwa 95%. Generell ist die Datenlage am Solarinstitut in Jülich deutlich transparenter und fundierter als bei Rondo Energy, aber vielleicht kommen da dann bald ja auch ein paar mehr Infos, wenn die Pilotanlage eine Zeit in Betrieb war.
Wenn es hier neue Erkenntnisse gibt, erfahrt ihr das auf jeden Fall auf dem Kanal, deswegen Abo nicht vergessen. Zusammenfassend kann man sagen, bis wir jetzt wirklich was von den großen Versprechen zur CO2-Ersparnis und so weiter merken, wird auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber der Einsatz in so Biokraftstoffanlagen in Kalifornien ist ja zum Beispiel schon mal ein ganz guter Start. Ich denke auf jeden Fall, dass die Wärmespeicher ein echt großes Potenzial haben, die Industrie zumindest in großen Teilen von fossilen Brennstoffen zu befreien oder zumindest effizienter zu machen. Und jetzt, wo wir das Ganze nochmal kritisch angeschaut haben, interessiert mich natürlich eure abschließende Meinung zu dem Thema. Also schreibt das bitte auch nochmal in die Kommentare und dann bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt und wir können noch mal ein bisschen diskutieren. Ich finde es auf jeden Fall spannend, was da so unterwegs ist und ich finde es gleichzeitig voll cool, dass wir die Möglichkeit haben, noch mal ein bisschen genauer drauf zu schauen, indem wir zum Beispiel mit so Instituten reden. Ich sag, wir sehen uns wieder, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jakob.